Willkommen zum 14 Sekunden Automatik-Level. Ich habe zwar gesagt, das ist ein Vollidiot, aber er schaut mich nicht aus, machen zu einem coolen Vollidiot und das heisst, dass er. Ja. Was heisst das genau? Ich bin mir nicht mal sicher, dass es ein R ist, weil es mir ein ziemlich hübsches Peach-Kleid. Aber ja. Was ich eigentlich sagen will, ist. Ich habe ihm etwas versprochen, wenn ich sie im Kommentar geschrieben habe. Boy. Ich spiele dein Level. Bedeutet, ich habe ihm auch versprochen, etwas für ihn zu machen. Versus Mode. Mod. Ein Multiplayer Level. Ui. Warum hat niemand Kommentare erlaubt? Ich würde gerne kommentieren. Wie immer, schreibt mir eure gottverdammten Levelcodes in die Kommentare. Es gibt bessere Wege, um schnell ein Ding zu einstellen. Also Moment, ich bin der Luigi, also muss ich die grüne Röhre nehmen. Schaut, es gibt keine pinke. Und jetzt. Alles okay. Na gut, es geht zum Durerase, von dem her. Wenn ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan von den Klauen. Aber gewisse Passagen hasse ich einfach, weil es ein bisschen schwer definierbar ist, zugegebenermaßen. Das funktioniert nicht in einem Multiplayer-Level. Ich muss nur so angewendet haben, wenn Multiplayer ist, dann. Tut das eigentlich nicht respawnen? Die Plattformen respawnen nach einigen Sekunden automatisch wieder. Das ziemlich wenig Raum ist, für so einen Stand auszuführen. Hätte ich den Block höher gemacht. Beziehungsweise tiefer. Beziehungsweise ich hätte gar nicht erst das gemacht, weil das eben nicht nur mit den Türen, sondern mit Timer funktioniert. Obwohl, die Türen sind wahrscheinlich, wenn man so einen allein ach, vergiss es. In der Röhre von seinem Lieblingscharakter hat er wahrscheinlich versteckten Block versteckt, was weiß ich. Hey, Wie ist das jetzt passiert? Aha, die Dingsbänder, egal. Ja, es gibt bessere Multiplayer. Wie will er eigentlich sicherstellen, dass nicht jeder ein anderes Ding findet? Und wie viel Zeit haben wir noch? Ja, tut mir auch noch. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf Kaiser. Ja, ist gut. Original 1 Level. Mario Land, Original 1 Punkt. Ah, der original erste Level in Mario Land. Also, du weißt schon, dass das damals noch ein Super vorne dran hat. So wie heute ein Neve Super. Game Boy! So gehen wir noch so einen kleinen, aber ein Game Boy! Ja, ich glaube, wir haben es gecheckt. Nochmal zugegebenermaßen, wieso ist das Wüste? Verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber zugegebenermaßen, ich verstehe vieles nicht. Zum Beispiel, wieso man da. Kann man da Dingsbumsing verzichtet hat?
wieso dort ein rotes G ist. Und nur weil die Blöcke so aussehen, heisst so lange, dass es auch die machen muss. Ich kann mich nicht erinnern, dass die zwei Hits gefressen haben. Und ja, ich bin zwar noch nicht so alt, aber ich habe trotzdem schon mal Mario Land gespielt. Und zu Tode gesuchtet. Die gefühlten 4 Level. Ja, so bringt es ja gar nicht, dass du überhaupt die Ziel-Condition hast. Du musst eigentlich dort, wo in echt ebenfalls die Items sind, auch jetzt da machen. Und dann schauen, wer es schafft. Ah, ja, stimmt. Es war ja die Ziel-Gegend und wer oben angekommen ist, der hat es dann geschafft und ist One-Up. Später dann das Minigame. Von mir aus. Also, schöner Part gewesen. Eigentlich wollte ich nur 2 aufnehmen. Jetzt habe ich 12 aufgenommen. Und darum verabschiede ich mich. Ich glaube, die nächste schaue ich auch noch an. Ich glaube, der Level da unten ist sogar einer, wo er hat. Wille von mir, dass ich spielen kann. Er hat 3 Willen, Kaiser, ein Dings und der andere. Ich dachte, ich kenne es, aber ja, Kaiser jetzt recht viel. Troll Level. Oh nein, und Speedrun. Tut mir leid wegen Troll Level. Ich werde ihn wieder mal probieren. Aber einfach der Teil hat mich dann schlussendlich dazu bewegt, einen Boot zu geben. Dann schauen wir dann mal. Du musst auf jeden Fall deine Ansicht von Troll ein bisschen verändern, weil zugegebenermaßen. Sie ist nicht die gleiche wie ich. Nicht die gleiche wie mich. Also, tschüss und einen schönen.